Der Juni bringt nicht nur die ersten sommerlichen Gefühle, sondern neben der Rosenblüte vor allem die Erdbeerernte. Wenn das Körbchen sich mit frischen, roten, saftigen Erdbeeren füllt, sind alle Mühe, aller Schweiß und die Kreuzschmerzen des Frühjahrs vergessen. Jetzt kommen die Wonnen des Gartens. Aber auch seine Schattenseiten. Die Blattläuse, der Drahtwurm, die Erdflöhe und Raupen, die Kohlmotten und Spinnmilben, die Maulwurfsgrillen und. Nun gilt es für den verzweifelten Kleingärtner, die verschiedenen Präparate in die blühende Natur zu gießen. Alle richtig dosiert und angewandt lassen sie den Pflanzen einige Überlebenschancen, während sie den Blattläusen ausgezeichnet bekommen. Deshalb greife ich zur altbewährten Zerquetschungsmethode. Die überleben auch die Blattläuse nicht. Frau Hoffmann, kommt Manfred heute noch? Nein, heute nicht. Wieder das Boot? Nein, er musste eine Fahrt übernehmen. Ich wollte nur mal fragen, ob er die Parkbänke ranfahren kann, die wir plötzlich von der Stadt bekommen haben. Es eilt nicht, aber was man hat, hat man. Ich werde es ihm sagen, Herr Tim. Haben Sie übrigens Grauschimmel? Wie? Ich meine, so verschimmelte Erdbeeren. Ja, einige schon. Am besten schnell wegwerfen. Ins Feuer, nie auf den Kompost, sonst frisst sich das immer weiter. Ah. Hier. Nun stellt euch auch bloß nicht vor, dass bei Öffnung der Anlage sich alle Welt auf uns stürzt und hier... Opa Treuholz! Das ist doch einfach. Hallo. Ja, wenn Sie sehen, dann bin ich wieder. Das wird ein Ansporn sein, zu Hause ist doch noch anstrengend. Na, zurück von der großen Reise? Das habe ich dir mitgebracht. Danke. Nett von dir, dass du an mich gedacht hast. Pack ich nachher gleich aus. Ist ja nur eine Kleinigkeit. Anita, kriegt dann ja, der nimmt in dieser Welt, was ihm bestimmt. Für wen sind denn die vielen Biere? Vorstandssitzung. Geht ja so laut zu da drinnen. Wo mehr als drei zusammensitzen, sich die Gemüter schneller hitzen. Ich habe ja immer gewarnt. Wir nehmen uns dafür noch einmal vor. Lass die Kirche im Dorf, Florian. Es bleibt doch alles an der Sparte hin. Die Leute wollen auch mal ihre Ruhe haben und ihre Erholung jetzt und so. Sehr richtig. Ja, das war eine glänzende Idee, Tante Kalkreuth. Ja, wenn ihr mich nicht hättet. Danke. Und die jungen Kohlrabi, was? Ich spotte nicht, heute Nacht habe ich von Bienen geträumt. Jetzt kommt sie wieder mit ihren Träumen. Träume haben symbolische Bedeutung. Und deine besonders. Prost. Bienen bedeutet Honig. Honig bedeutet Ernte, Bienenschwarm bedeutet Festlichkeit. Und wer hat heute in 14 Tagen seinen 75. Na, sag schon wer. Opa Treuholz. Ist verreist. Na, da guck mal rüber, da steht er nämlich und trinkt sein Gläschen. Mhm. Ja, oder seinen 75. hier bei uns feiern wollen. Wir machen daraus ein Spartenfest. Das hat der Alte verdient. Alter, das ist ja, aber noch nichts verraten. Wunderbar. Dann werde ich mal... Du, hör mal! In 14 Tagen startet unser Spartenfest. So schon? Wie wär's mit einem kleinen Beitrag von dir? Ja, an wie viel denkst du denn? Reichen 5 Mark? Nee, kein Geld. Ich dachte an einen künstlerischen Beitrag. Na, du als Hochratartist und Clown? Aber Lisbeth, wo denkst du hin? Dazu bin ich doch jetzt viel zu alt. Na, so viel wirst du wohl noch drauf haben. Und dann zählt dein Ruhm. Und was sagt dein Wilhelm Busch von dem eitlen Artisten? Er fiel herab in großer Eile und knickte sich die Wirbelsäule. Der alte Narr. Jetzt bleibt er krumm. So äußert sich das Publikum. Also, dass du mich am Wochenende ausgerechnet hier rausschleppen musst. Wir hätten uns eine ruhige Badestelle suchen können. Komm schon, ich will endlich wissen, ob es wirklich mein Großvater ist. Ging doch bisher ganz gut ohne, oder? Tag. Guten Tag, Ilona. Guten Tag. Tag. Ich war die Älteste von Claudia. Wenn es wirklich Herr Treuholz ist, dann war es ein sehr berühmter Artist und Clown. Na, sehr vertrauenserweckend. Sieht das nicht aus. Was willst du erwarten von einem alten Mann, der hier alleine lebt? Wollen Sie zu mir?
Wenn Sie Herr Treuholz sind, ja. Der bin ich. Schon seit 75 Jahren. Komiker könnte er sein. Guten Tag, mein Name ist Müller. Tag. Guten Tag, was gibt es denn? Ja, das ist so. Also, es kann alles ein Irrtum sein, aber gab es in Ihrer Familie noch mehr Artisten? Ja, meine Eltern, mein Bruder und mich. Warum fragen Sie? Und alle waren Radartisten, ja? Nein, nein, nein. Meine Eltern hatten eine Pferdedressur. Mein Bruder war Kunstschütze und ich war Admi, der Clown aus dem Fahrrad. Dann sind Sie mein Großvater. Was? Ja. Ich war doch niemals verheiratet. Das ist kein stichhaltiges Argument. Meine Großmutter war auch nie verheiratet. Kommen Sie mal rein, kommen Sie. Na, warum habe ich das nie erfahren? Da lebt man so dahin. Warum hat sie das nie geschrieben? Hat Großmutter wirklich nie etwas erwähnt? Nicht, dass ich wüsste. Mir hat sie von ihrem radfahrenden Akrobaten erzählt, von seinen Erfolgen in der Welt. Ich habe sie einmal sogar gesehen, bei einer Vorstellung in Leipzig. Leipzig. Lotte. Jetzt weiß ich's. Meine Großmutter hieß Luise. Luise? Na, Luise, natürlich, da war doch... Ganz schwarze Augen hatte sie, stimmt's? Jetzt habe ich so eine nette Enkelin. Sag Ursula zu mir, ja, und nenn mich du. Schließlich bist du mein Großvater. Tja, Ursula, ich glaube, Herr Treuholz kommt gerade von einer Reise zurück. Ja. Kinder, ich würde ja gerne sagen, bleib doch noch. Aber ich bin ja gar nicht vorbereitet. Wir wollten uns wirklich nur vergewissern. Wir kommen wieder, ja? Andermal. Unbedingt. Wie wär's am nächsten Sonnabend? Gut. Ja. Am nächsten Sonnabend, nachmittags. Ist doch kurios, nicht wahr? Kurios wäre höchstens, wie schnell man in Dresden zum Garten kommt. Wie? Aus dem Garten lässt sich auf was machen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Stell dir vor, ich habe Enkel bekommen. Was denn Enkel? So auf dem Platz? Ja. Plötzlich stehen sie vor meiner Tür. Was du nicht sagst. Nächsten Sonnabend kommen sie zu Besuch. Was meinst du, was ich da alles besorgen muss? Könnt ihr zum Kaffee trinken zu mir kommen? Nee, die wollen doch in meinen Garten. Wieso? Haben die das gesagt? Nein, aber... Ja. Bist du auch sicher, dass das deine Enkel sind? Ja, natürlich. Traust du mir keine zu? Hast du dir Beweise zeigen müssen? Nein, wozu denn? Der Mensch mit ungemeiner List zu scheinen sucht, was er nicht ist. Du glaubst nicht, was es für Gauner und Schwindler gibt, besonders alten Leuten gegenüber. Ich wollte mich wegen des Essens beraten lassen und mir nicht solchen Blödsinn anhören. Blödsinn? Du, ich habe von Bienen geträumt und das bedeutet, dass jemand elendlich gestochen wird. Was machst du denn da? Ich habe Hoffmanns unsere Rasenmäher geliehen. Herr Frau Kunze, wir haben noch keinen. Ja, du interessierst dich ja auch nicht für unseren Rasen. Kannst du dir vielleicht mal die Netze abnehmen? Ich hatte dich doch gebeten, nach der Schule im Konsum vorbeizukommen, um die Netze abzuholen. Hast du wenigstens die Kartoffeln aufgesetzt? Nee, ist es schon so spät? Ja, natürlich. Nimm. Na komm. Ilona, kommst du mal? Hast du das gesehen, wie die Glocke ihr Küken heranfällt? Du kannst mal Kartoffeln schälen. Hm. Willst du Salat? Hm, mach ich schön scharf. Mensch, Opa Treuholz ist wieder da! Hallo, Opa Treuholz! Ja, kommt herein! Was machen Sie denn hier? Ich betrachte alte Herrlichkeit. Schön, ziehen Sie es doch mal an. Oh ja. Na gut, aber ihr müsst mir helfen. Ja.
das war mein Kostüm. In den letzten Jahren meiner Laufbahn. Da war ich Admi, der Pausenclown. Oh, die sind sehr gesucht in der ganzen Welt. Ich hatte viele Angebote. Und dazu kam meine eigene Nummer auf den Fahrrädern. Das war ein Welterfolg, sage ich euch. Durch ganz Europa bin ich gekommen. Durch Amerika, von Norden bis Süden. Und einmal war ich sogar in Japan. Guten Tag, liebes Publikum. Da habe ich doch beinahe vergessen, Tante den Brief zu schicken. Damit sie weiß, dass ich sie zu ihrem Geburtstag besuchen will. Wenn sie es nicht weiß, dann bäckt sie keinen Kuchen. Und ich esse Kuchen, das so schrecklich gern. Kannst du mir immer nicht fassen, da war ein Großvater. Zuerst hat er ja große Augen gemacht, aber dann hat er sich doch mächtig gefreut. Ja, passiert ihm doch nicht alle Tage, so ausgewachsene Enkel zu kriegen. Moin. Entschuldigung, da gehen wir später. Ich habe dich übrigens gestern für einen Prämienvorschlag eingereicht. Bin der Meinung, dass du es wirklich verdient hast. Wieso gerade ich? Erstens, weil ich einiges wieder gut zu machen habe. Und zweitens, weil ich mich wirklich auf dich verlassen kann. Drittens, ich möchte keine Bevorzugung. Ich bin dir schon dankbar, dass du für mich die Erwachsenenqualifizierung zur leitenden Schwester durchgesetzt hast. Aber die ist doch erst ab 1. September und jetzt ist Juni. Da kann der Mensch eine kleine Freude zwischendurch schon gebrauchen. Hm? Ach, sie soll sowas nicht tun. Ach, und freu dich doch, Mädchen. Bitte sehr. Was denn? Nur ein Pfeffi? Ja, wissen Sie, vom Geigen bekomme ich immer so einen trockenen Mund und auf dem Friedhof gibt es ja noch nichts zu trinken. Ach, wieder eine Beerdigung, ja. Ja, ja. Ach, wie kann man bloß bei solchem Wetter sterben? Wissen Sie, Frau Kunze, wenn es darum geht, findet sich nie der richtige Zeitpunkt. Da haben Sie recht. Ja. Herr Fiedler, wir haben Weinbrandbohnen ohne Kruste, möchten Sie? Ja, gern. Bitte. Die sind für Sie. Bin ich doch, Walfried. Danke. Aber ich wollte Ihnen... Und ich wollte Ihnen eine kleine Freude machen. Haben Sie sich schon überlegt, was Sie zu Opas 75. darbieten wollen? Ich meine, als Künstler erwartet man doch etwas von Ihnen. Aber Sie wissen doch, ich kann nur traurige Musik. Aber dabei sind Sie alles andere als ein trauriger Mensch. Sie strahlen so viel Heiterkeit aus. Oh, danke. Nun ja, klauen würde ich schon mal spielen. Na herrlich, dann machen Sie es doch. Ich meine, Humor tut allen gut. Das geht doch nicht. Aber warum denn nicht? Opa Treuholz zuliebe. Vielleicht können Sie nach der Beerdigung zu mir vorbeikommen, dann besprechen wir alles. Ja? Ja. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Musst du denn jetzt wirklich schon gehen? Hm? Guck mal auf die Uhr. Ich muss den Kindern Abendbrot machen. Ich kann nicht die Lona immer alles überlassen. Wir haben uns das ganze Wochenende nicht gesehen. Ach Gott, sehe ich aus. Aber du, das ist nicht meine Schuld. Darum meine aber auch nicht. Na gut, diesmal nicht. Aber sonst ist es immer mehr das Boot, das dich fesselt. Lass doch mal. Bitte, ja? Komm doch mal ein Wochenende mit aufs Wasser. Bitte, Claudia, es muss doch mal gehen. Ja, ich kann ja Petra fragen, ob sie bei den Kindern bleibt. Na also. Ist doch alles klar. Du, wir beide stechen morgen in See. Ach, ihr Männer, ihr könnt euch immer so schnell entscheiden.
Das ist der kleine Unterschied zwischen uns. Zum Glück nicht nur der. Manfred, ich muss gehen. Doch. Hier kann man sich schon wohlfühlen. Ja, es ist etwas verwildert im Augenblick. Es wächst auch in diesem Jahr wie verrückt. Und wie immer wächst das, was man nicht will, am besten. Ja, das ist wahr. Und vor allem bei dem Wetter. Ich freue mich so, dass ihr hier seid. Jetzt gehen wir zum Haus. Ich habe alles vorbereitet. Was denn? Kaffee und Kuchen. Hast du die Fotos mitgebracht? Ja. Soll ich dir helfen? Nein, nein. Habe ich den Kuchen allein geschafft, werde ich ihn auch allein herausbringen. Hat den Kuchen selber gebacken? Hilf Himmel. Abwarten, Jochen. Es ist eben mein richtiger Großvater. Frau Hoffmann! Frau Hoffmann! Frau Hoffmann ist in See gestochen. Zu einem Fischolaner, glaube ich. Ja. Ach, Sie sind Schwester Peter. Ja. Ich soll alle zur Erdbeertorte einladen. Ach, prima. Wir waschen uns bloß die Hände. Los! Ist recht. Das hat wirklich ausgezeichnet geschmeckt. Ja, wirklich. Das freut mich. Schade, dass ihr keine Kinder habt. Dann hätte ich auch noch Urenkel. Nehmen wir erst mit uns vorlieb. Das tue ich, oh ja. Ich räume nur schnell den Kuchen weg, wenn ihr durchaus nicht mehr wollt. Und du holst inzwischen die Fotos heraus. Ja. Schnäpschen gefällig, schwarze Johannisbeere. Selbst angesetzt. Nein, danke, ich muss noch fahren. Was denn schon fahren? Wo wir uns doch ein Leben lang nicht gesehen haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich dachte, ihr bleibt bis morgen. Nein, wir sind darauf nicht eingerichtet. Ich trete euch mein Wohnzimmer ab. Da steht ein Bett und ein Sofa. Du? Ich ziehe in die Kammer. Die richte ich mir ein. Denn ihr kommt doch in Zukunft jedes Wochenende. Ihr braucht eure Erholung im Grünen. Das tun wir gerne, Opa. Das ist ja fast alle. Jetzt soll's ja auch. Tag, Herr Hahn. Frau Hoffmann ist heute nicht hier, falls Sie die suchen. Ach so. Na, macht nichts. Schönes Wochenende noch. Harry. Ja, hier. Erzählt uns wieder eine Geschichte. Nein, das kommt schon. Das ist er also. Mhm. Haben Sie auch schon davon gehört? Wovon? Na, ja. Von Harry Hahn. Ja. Wissen Sie, in Claudias Leben haben Männer nie eine wesentliche Rolle gespielt. Sie verlässt sich lieber auf sich selber. Ja. Was habe ich dir gesagt? Ist, da gibt's Leute, die erfinden Sensationen und dichten das den anderen an, weil sie selber keine erleben. Falls du mich meinst, ich habe schon als Vorsitzender genug Sorgen. Ich muss mal pullern. Ich muss auch mal pullern. Ja, ja, wisst du, wo die Toilette ist. Los, ab, 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 ab. Ah. Hast du von mich was mitgebracht? Na klar. Hier? Na, guck mal. Tag, Mutti. Tag, mein Junge. Tag, Vati. Grüß dich, Heiko. Das ist mein Sohn, Dr. Tim, Arzt in Radebeul. Das ist Fräulein Petra Schneider, ist Krankenschwester in unserer Betriebspoliklinik. Guten Tag. Tag. Oh, da können wir ja zusammen eine Praxis aufmachen. Ne? Das hätten wir. Mein Bett ist aufgeschlagen. Jetzt suche ich für euch die Bettwäsche raus. Nun ruh dich doch erst mal aus, Opa. Wozu denn? Wir wollen doch noch grillen. Warum steht eigentlich der Zirkuswagen in deinem Garten? Da wohnt Sigrid Kunze drin, eine zukünftige Malerin. Sie hat mich auch schon porträtiert, im Clownkostüm. Wie muss denn das sein? War doch nur zum Spaß. Ja, nein, ich meine, dass sie in dem Wohnwagen wohnt. Ja, wo soll sie denn sonst wohnen? Kannst du ihr ein Atelier besorgen? Ich gehe mal den Grill aufbauen. Tut's dir nicht ein bisschen leid, all deine Erinnerungen so zusammengedrängt zu sehen? Wenn's nicht euretwegen wäre, tät's mir schon leid. Ich möchte aber nicht... Dafür habe ich jetzt Enkel. Und hier ist eure Bettwäsche. Bleibst du heute über Nacht? Ich glaub schon.
Ich muss mal langsam rübergehen. Warum denn? Ich muss mal nach Jens und Birgit gucken. Ne? Die sind bei Harry Hahn bestens aufgehoben. Ja. Na, wenigstens ein bisschen gießen. Da helfe ich Ihnen nachher, einverstanden? Weißt du denn überhaupt noch, wie eine Gießkanne aussieht? Notfalls kann ich sie mir von der Schwester erklären lassen. Ne? Wie auch immer, so ein Feuer hat doch was Gemütliches. Solange man es unter Kontrolle hat. Das ist wie mit den Männern. Außer Kontrolle geraten sie außer Rand und Band. Hey. Anwesende natürlich ausgenommen. Hey, das ist meine Flamme. Mach dich nicht so breit, Mann. Oh, pardon. Wird nicht wieder vorkommen. Dürfen wir jetzt die Kartoffeln in die Glut legen? Wer möchte denn noch alles eine geröstete Kartoffel haben? Ja, ich! Ja, alle gerne. Ich gehe erst mal baden. Nachher wärme ich mich an einer heißen Kartoffel. Hm? Dürfen wir auch, Mami? Aber nicht so lange bleiben. Na? Habe ich dir zu viel versprochen? Ein schöner Abend. Aber? Na, schade, dass Jens und Birgit nicht da sind. Das wäre was für die beiden. Für mich dreht sich alles. So. Eigentlich ist mir das peinlich, dass ich mich bei Ihnen so durchgefressen habe. Na, da war es wenigstens nicht so langweilig wie sonst. Feier, sowas sagen Sie, wo Sie Ihren kleinen Sohn hier haben? Ach, der ist prima, ne? Mhm. Gefällt der Ihnen auch? Auf wen bezieht sich das auch? Na, auf den Vater. Ach so. Also, Ihr Herr Vater gefällt mir ausgezeichnet. Gott sei Dank. Ja? Ich fürchtete schon, Sie hätten eine Schwäche für mich. Ich glaube, es ist Zeit, schlafen zu gehen. Ja, gern. Ich dachte eigentlich mehr, Herr Doktor, es geht jeder in seine eigene Laube. Ach nö, da wäre der schöne Tag schon zu Ende. Das geht doch nicht. Es hat alles einmal ein Ende. Reden wir doch nicht vom Ende. Das könnte doch heute ein Anfang gewesen sein. Einverstanden? Das weiß man doch nicht vorher, oder? Nee, das stimmt. Aber bei uns beiden? Ja? Ich hatte von Anfang an den Eindruck, das könnte bei uns ganz anders sein. Herr Doktor, Sie haben zu viel Obstwein getrunken. Sie sind meines lieben Herrn Vaters. Wir könnten mal eine Runde drehen hier, so in der schönen, lauen Sommernacht, rund um die Gärten. Noch eine Runde? Hm? Ja, gut. Geräuschempfindlich ich bin. Der sägt ja einen Wald ab. Das hat früher keinen gestört. Ach, wir haben ja bloß nach Hause gefahren. Du weißt doch, wie gerne er wollte. Du auch. Es ist ja auch ein großes Glück, einen Opa gefunden zu haben. Vor allem mit Garten. Hm? Aber so geht das hier nicht, wenn es für uns was sein soll. Was erwartest du denn vom ersten Mal? Naja, hier ist alles alt. Abgewohnt. Es müsste alles von Grund auf vergrößert und renoviert werden. Wenn wir das arrangieren und bezahlen, siehst du ja, kann auch nicht schlafen.
müssten ihm einen Platz im Feierabendheim besorgen. Dann wäre für ihn gesorgt und wir könnten hier schalten und walten, wie wir wollen. Du kannst ihn doch nicht einfach raussetzen. Hast du mal daran gedacht? Hast du mal daran gedacht, wie der alte Mann den Winter in dieser klapprigen Bude überstehen soll? Wir können uns nicht nur an dem Garten erfreuen, wir sind doch für ihn verantwortlich. Habe ich es nicht schön hier? Oh ja, sehr schön. Naja, jetzt im Sommer, ja. Aber wie ist es im Winter? Wunderbar. Der Raureif auf den Bäumen, der Schnee, die Vögel, die zur Fütterung kommen. Ich habe da meine festen Kunden. Und das Schneeräumen? Ja, die Nachbarn helfen. Der Nebel, die Nässe, das Einholen, Kochen, Heizen. Na, so schön ist es wohl nicht. Und vor allem nicht gesund, zumal nicht in deinem Alter. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie das wird mit dir hier draußen. Wir meinen es gut mit dir, das kannst du uns glauben. Aber es ging noch immer. Jahr für Jahr. Kinder, die kurze Zeit, die ich noch habe, lass mich nur machen. Was heißt die kurze Zeit? Hier redet ja niemand vom Sterben. Eher vom Leichterhaben. Aber wieso habe ich es denn schwer? Nun, in einem, sagen wir, Feierabendheim, da hättest du es entschieden leichter. Beheizt, behütet, versorgt. Ins Feierabendheim. Und mein Garten, mein Häuschen, meine Requisiten. Ohne Grün um mich. Weißt du, überleg dir das in Ruhe. Es muss ja heute nicht entschieden werden. Also eine richtige Clownerie? Mhm. Naja, so habe ich mir es jedenfalls vorgestellt. Ein Liedsing kann schließlich jeder. Hubert Reutz wird euch auslachen. Er kann es viel besser als ihr. Was heißt ihr? Machst du den nicht mit? Puh, mach mich dann nicht zum Löffel. Ich ja. Na prima. Dann gehen wir nachher zu ihm und leihen uns Kostüme aus. Und Sigrid kann uns ja zur Probe mal schminken, ja? Einverstanden. Na fein. Komm doch mit. Nein. Daneben nicht. Opa Treuholz. Opa Treuholz. Was denn? Du bist so schon weg? Was gibt's denn, Kinder? Wir wollten mal fragen, ob wir uns zwei Clownskostüme heraussuchen können für das Spatenfest am nächsten Sonnabend. Für eine kleine Szene. Nehmt, was ihr wollt. Kommt doch alles auf den Müll. Aber warum denn? Wozu ist er denn noch nütze, der ganze Plunder? Die Vorstellung ist aus. Wenn die Alten im Wege sind, müssen sie eben abbrechen. Aber das ist doch Unsinn. Nein, mein Junge. Das ist der Lauf der Welt. Alles hat seine Zeit und die alte Zeit steht der neuen nur im Wege. Sich einzubilden, man könne sich mit hinübermogeln, indem man seinen Platz behauptet, statt ihn den Jüngern zu überlassen, ist egoistisch. Dumm. Ja. Dumm. Nehmt, was ihr braucht. Was hat er denn? Ich werde versuchen, es herauszubekommen. Thank you.
sind so ziemlich die Ersten. Nun beschwer dich doch nicht, Manfred. Ja, ich weiß ja. Dir gefällt es nicht auf dem Wasser. Doch. Es hat mir sehr gefallen, aber... Aber? Die Kinder und der Garten. Ich habe richtig ein bisschen schlechtes Gewissen. Es ist so viel im Garten zu tun, Manfred. Nun hör doch mal auf. Du wirst doch einmal mit mir Boot fahren können, ohne gleich an die Kinder oder den Garten zu denken. Findest du nicht auch, dass du ein bisschen übertreibst? Na, dann fahr doch allein zurück und amüsier dich. Das lohnt nun auch nicht mehr. Du hattest recht, Lisbeth. Immer. Womit denn? Mein Enkel. Also doch, Gauner. Meine innere Stimme spricht, der Geschichte traue ich nicht. Das wird die Polizei interessieren. Was denn eigentlich passiert? Meinen Garten wollen sie. Mich wollen sie in ein Altersheim verfrachten. Na, das darfst du dir nicht gefallen lassen. Wie soll ich mich denn wehren? Vielleicht ist es die Strafe dafür, dass ich mich nie um Luise gekümmert habe. Quatsch! Da haben wir auch noch ein Wörtchen mit zu reden. Du Mutti! Deine neue Chefin will Opa Treuholz ins Altersheim abschieben. Was? Also erstmal heißt es Feierabendheim, ja? Mensch, was macht denn da den Unterschied? Jedenfalls stört er sie und da muss er weg. Herzlose Ziege. Ilona! Sag mal, wie redest du über sie? Sag mal, hast du schon vergessen, wie sie dir mitgespielt hat? Wie du geheult hast. Und jetzt heult Opa Treuholz. Also sie und ich, wir haben unseren Konflikt längst bereinigt. Opa Treuholz heult? Na, bildlich. Aber trotzdem. Die sind doch bloß auf seinen Garten aus. Das glaube ich nicht. Wir sind fertig. Dürfen wir aufstehen? Na, haut ab. Pass doch auf, du altes Pampel. Selber. Und du nimmst sie als in Schutz, ja? Das mache ich nicht, aber... Ich muss doch erstmal ihre Gründe kennen. Ich hab's ja gewusst. Ich hab von Krähen geträumt, die saßen auf allen Bäumen und ließen sich nicht vertreiben. Das bedeutet nichts Gutes. Und das kurz vor seinem 75. Dass Opa Treuholz ein alter Mann ist, das wissen wir. Aber ich werde den Verdacht nicht los, dass es hier mehr um den Garten geht als um den alten Mann. Bekanntlich will in dieser Welt jeder gern haben, was ihm gefällt. Ich weiß nicht, das sind doch seine Enkel. Seit wann? Seit ein paar Tagen, ne? So plötzlich verwandtschaftliche Liebe, daran glaube ich nicht. Aber der Platz im Grünen, der Ihnen gefällt, daran glaube ich schon eher. Na, dann sorg mal dafür, dass aus der Gemeinheit nichts wird. Nun, wartet's doch erst mal ab. Wenn die den Opa vertreiben, die kriegen den Garten nicht, dafür sorge ich. Tja... Kannst denn du das? Ist doch der Vorsitzende. Enkel sind keineswegs nachfolgeberechtigt. Das sagt das Statut. Eindeutig. Frau Hoffmann, einen Augenblick bitte. Herr Fiele erzählte mir gerade, dass Ihre Chefin Opa Treuholz ins Feierabendheim bringen will. Ja, ich hab's von Ilona eben erfahren, aber genaues weiß ich nicht. Ja, wie kommt sie denn dazu? Wenn es wirklich so ist, dann wird sie als Ärztin vielleicht ihre Gründe haben. Ach, Gründe. Ärzte sind auch bloß Menschen. Und hier geht's doch wohl in erster Linie um den Garten, nicht? Frau Kunze, das ist die Angelegenheit von Frau Dr. Müller. Ich misch mich da nicht ein. Auf Wiedersehen. Opa Treuholz ist unser aller Angelegenheit. Sagen Sie das ruhig Ihrer Chefin. Tschüss. Ahoi, Ilona, mach's gut. Hast du nicht mein Rad zu fummeln? Pass doch selber auf dein Kram auf.
das ist meiner. Wo steht denn dein Name? Morgen komme ich erst abends nach Hause, Mutti. Ich muss euch die Schule jeden Nachmittag beschäftigen. Du solltest die Besorgung machen. Ich treffe mich mit Herrn Fiedler. Warum denn das? Wir brauchen eine Szene fürs Spanienfest. Was du dir alles aufhalten lässt. Ehrensache. Wir braten den Müllers eins über. Wie bitte? Motto, wie komme ich zu Opas Garten? Ihr seid ja verrückt. So feigen wie du sind nicht alle. Du willst doch deine Chefin bloß nicht wehtun. Himmel, Donner, Wetter! Maßt sich denn hier jeder ein Urteil über Dinge an, von denen er nichts versteht? Was gibt's denn da nicht zu verstehen? Ganz schön raffiniert, deine Alte. Ilona! Claudia? Und ich darf wirklich abtischen? Ja, ja. Ach, Sause, Sause. Rendezvous, ha? Genau erwarten. Bei mir zu Hause. Vorsicht, Petra. Hm? Muss noch Pfannkuchen besorgen. Die ist da am liebsten. Aha, ein neuer. Genau. Du, Claudi. Ja? Guck mal. Geht das so? Schick. Da ist der Fleck. Den hab ich übrigens dir zu verdanken. Wie? Der junge Dr. Tim. Oh. Tschüss, mach's gut. Tschüss, mach's gut. Ach, Tim, bist du ruhig da. Übrigens, die Erdbeertorte am Sonnabend, die war ausgezeichnet. Ja, ich werde es von der Frau bestellen. Ja, gut. Tag, Frau Hoffmann. Ja, Tag, Herr Tim. Ich komme ja gerade noch zurecht. Na, wie geht's uns denn? Schlecht. Wieso schlecht? Naja. Ihre Chefin mag zwar viel von Medizin verstehen, aber die Sache mit Opa Treuholz, die hat eine menschliche Seite. Und davon versteht sie einen blauen Dunst. Können Sie ihr ruhig sagen. Oh, ich werde mich hüten, mich da reinzumischen. Es ist bei uns nicht üblich, die Augen vor dem zu verschließen, was hinter dem Zaun des anderen passiert. Wir kennen Opa Treuholz seit 20 Jahren. Wir lassen es nicht zu, dass man ihn abschiebt. Oder auch nur kränkt. Wir wissen, wie schwer es ihm gefallen ist, den Zirkus an den Nagel zu hängen. Aber er hatte ja noch seinen Zirkuswagen und die Requisiten und den Garten. Was mutet ihr eigentlich den alten Leuten alles zu? Ich wollte das mal gesagt haben. Ich muss mit dir sprechen. Na nun, hast du Probleme? Meine sind unwichtig dabei, aber komm, setz dich. Du hast Probleme. Mehr als du glaubst. Na nun. Was habt ihr mit Opa Treuholz vor? Was wir mit ihm vorhaben? Warum fragst du? Es geht das Gerücht, dass ihr ihn raushaben wollt. Aus dem Garten. Wer sagt denn das? So beliebt wie dein Großvater in der Sparte ist, muss ich das nicht wundern. Aber er will, dass wir ihn jedes Wochenende besuchen. Ihr wollt ihn ins Feierabendheim stecken? Es ist überhaupt noch nichts entschieden. Wir haben noch nicht mal einen Platz. Also was die Leute wieder reden. Ich bitte dich, nimm die Sache nicht leicht. Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Ich danke dir, dass du uns informiert hast. Was soll denn das, Ursula? Ich denke, wir sind uns einig. Ja, ich finde nur, dass meine Freundin nicht ganz Unrecht hat. Seit wann hängst du deine Meinung nach dem Wind? Ich wollte dir ja nur zu bedenken geben, dass wir vielleicht nicht ganz human gehandelt haben. Ich finde doch. Manchmal ist auch eine gewisse Härte human. Ja, du findest ja immer eine Ausrede für dich. Ich erinnere dich an eine alte Frau, die du entmündigen ließ, damit du es ins Pflegeheim bekamst. Das war auch hart. Aber notwendig. Aber das ist doch was völlig anderes. Diese Frau und Opa Treuholz. Sicherlich waren die Umstände damals andere. Aber man muss ja nicht gerade Psychologe sein, um zu begreifen, dass ältere Leute uneinsichtig sind, wenn es um die Veränderung ihrer Gewohnheiten geht. Ich mach das jedenfalls nicht mit. Was machst du nicht mit?
Geht es hier um Verbrechen oder um Betrug? Ach, hör auf mit deinem Spott. Wir sind Egoisten, wir wollen den Garten, sonst nichts gibt's zu. Na, muss er da raus oder nicht? Also entweder hast du als Ärztin dazu eine klare Meinung oder musst du irgendwelche Experten hinzuziehen. Begreifst du denn nicht, wie wir ihm das klar gemacht haben? Ist es für ihn schlimmer als noch ein Winter in dieser windigen Bude? Gott, was willst du denn? Er war noch nett zu ihm. Ihm war alles friedlich zu. Sehr nett. Herr Klaus, der hat nicht gemerkt, wie scharf wir auf dem Garten waren. Das haben doch alle gemerkt. Sie Gegenvorschlag, wir vergessen den Garten. Wir finden auch mal anders einen neuen. Ging ja bisher auch ohne Opa. Nur Moment, vielleicht ist das auch wieder nicht. Wenn ich schon mal einen Opa habe, will ich ihn nicht einfach wieder vergessen. Na, warum fährst du denn nicht? Mist, verfluchter. Warte, ich heb's auf. Hast du ja allerhand vorgenommen, Kollege. Weniger. Also kannst du ruhig Friedrich zu mir sagen. Das ist ein bisschen viel auf einmal. Na, hast du es hierher geschafft. Aber das Schlimmste kommt ja noch. Ich habe extra 3 Tage Urlaub genommen, aber es hilft's. Ich mir den Garten kündigen lassen, da muss ich eben mal los dran kann. Kündigen? Wer will dir kündigen? Na, wer schon? Der Vorstand. Es ging aller Fahrt. Gibt's doch gar nicht. Mein Garten wäre vernachlässigt. Ein Schandfleck. Ein Minuspunkt, sagen sie. Die Laube sei nicht gelüftet. Aber den mache ich in den nächsten 3 Tagen einen Durchzug, sage ich dir. Und wenn ich mir eine Krippe dabei hole. Und deshalb wollten sie dir kündigen? Einfach so? Ja, einfach so. Scheiße! Und das, obwohl ich schon seit beinahe 30 Jahren Mitglied bin. Aber an dem Garten hänge ich. Ja, ja, wir Alten sind im Wege. Warten genug Junge auf unsere Gärten. Aber dass wir auch dran hängen. Ja, wir verstehen uns. Komm mit, wir trinken ein Bierchen auf den Schreck. Hab alles dabei. Lass mal, Kollege Rieger. Sag doch Friedrich zu mir. Lass mal. Friedrich, ich muss noch schnell in meinen Garten. Was denn? Klappt es diesen Monat wieder nicht mit dem Zement für die Terrasse? Im nächsten vielleicht. Ach, vielleicht, vielleicht. Keiner Patenbetrieb. Da tröstet von einem Monat auf den anderen. Das Hemd sitzt denen eben näher als der Rock. Ach, rede doch nicht. So ein großer Betrieb und kann ich mal ein paar Sack Zement locker machen. Meinst du vielleicht, das liegt an mir? Unter uns traue ich dir zu. Einen schönen Feierabend. Ihr könnt mich alle mal. Hey, Kurt. Was machst du denn da? Dieser Komposthaufen ist doch eine Schande. Eine Schande für die ganze Anlage. Ja, schon, aber musst du deshalb so losrackern? Natürlich muss ich. Oder meinst du auch schon, ich sei zu alt für den Garten, hä? Dieser Meinung waren bisher nur deine Enkel. Aber deswegen bin ich ja hier. Ich wollte dir sagen, dass wir fest zu dir halten. Wir werden kein Unrecht zulassen. Die müssen ja entsetzt gewesen sein. Wie sieht denn das bei mir aus? Alles vernachlässigt und voller Unkraut. Und das Haus voll altem Gerümpel. Zirkusplunder. Mach das mal nicht mit den Händen, ich krieg das schon mit der Forke raus. Lass dir mal ruhig helfen. Deine Enkel werden schon nichts erfahren. Was ist denn? Ich kann nicht. Was heißt, du kannst nicht? Ich kann nicht hoch. Mein Rücken. Oh, Vorsicht! Das ist ein handfester Hexenschuss. Mensch, mach keinen Unsinn. Ich werde das Rettungsamt rufen. Ach, Unsinn. Hol mal mein Katzenfell, das liegt in meinem Bett. Ein alter Artist ist gewöhnt, dass er ab und zu mal sowas bekommt. Ja, also ein Arzt ist, glaube ich, doch besser. Wozu hast du einen in der Familie? Dass sie mich in dem Zustand sieht? Nein, ein alter Gaul bleibt ein alter Gaul. Ihr solltet mir kündigen, wie dem Rieger. Kündigen? Niemals. Du bleibst bei uns. Und Rieger wird auch nicht gekündigt. Soll ich euch so zur Last fallen, wie Oma Feld?
Als sie endlich tot war, habt ihr alle aufgeatmet. Unsinn. Ach, Frau Hoffmann, gut, dass Sie schon heute da sind. Ich wollte gerade meinen Sohn anrufen. Könnten Sie vielleicht mal nach Opa Teuholz sehen? Er sagt, es sei Hexenschuss. Aber man kann ja nie wissen. Ich komme. Hatten Sie schon öfter solchen Hexenschuss? In der letzten Zeit ging's eigentlich. Und das ausgerechnet vor Ihrem Geburtstag. Erinnert mich bloß nicht daran. Warum denn nicht? Du bist und bleibst morgen die Hauptperson. Ja, ich mach euch den Eröffnungstanz. Nee, ich komme in eurem Festprogramm nicht vor. Das fürchte ich ja nun auch. Da kennt ihr mich aber schlecht. Warum trauen Sie Frau Dr. Müller nur Egoismus zu? Ich kann mich jetzt nicht auch noch auf Diskussionen mit Ihnen einlassen. Ich will Ihnen doch nur einen Vorschlag machen. Ich weiß, ich habe gesehen, dass er alt ist. Und dickköpfig auch. Aber deshalb lassen wir ihn noch lange nicht vertreiben. Es wird ihn auch gar keiner vertreiben. Wir ernennen den Jubilar morgen zu unserem Ehrenmitglied. Und dann kriegt ihn keiner mehr raus, nicht mal die lieben Verwandten. Er muss im Winter in eine feste Unterkunft. Aber jetzt ist erstmal Sommer. Herr Tim, bitte lassen Sie mich doch mal reden. Also, wenn Sie der Sigrid Kunze über den Betrieb ein leeres Zimmer oder ein Atelier besorgen könnten, dann kann Opa Treuherz im Sommer in seinem geliebten Zirkuswagen wohnen und Müllers renovieren die Laube und besorgen den Garten. Und allen ist geholfen. Wie kommen Sie denn darauf? Ist mir so eingefallen. Ich soll ein Zimmer besorgen? Ja, setzen Sie sich mit Herrn Müller zusammen. Wenn es möglich ist, einen Feierabendplatz zu besorgen, warum dann nicht ein leeres Zimmer auch? Sie machen mir vielleicht Spaß. Und der Vorstand? Und das Statut? Und meine Festrede? Herr Thün, als wenn nicht gerade Sie das Statut mit menschlicher Wärme und Verständnis handhaben würden. Wissen Sie denn überhaupt, ob Fräulein Kunze und Opa Treuholz damit einverstanden sind? Das erledige ich. Florian! Ich bin mit allem einverstanden, wenn es die anderen auch sind. Und Sigrid muss ein neues Atelier kriegen. Das Mädchen ist sehr talentiert. Ja. Herzlichen Glückwunsch, danke, lieber Gott. Florian, danke schön. Ach, ihr seid ja wie ein paar Eltern zu mir. Oh, hast du was gemalt, ja? Tag, Mädchen, guten Tag. Florian, also, du bist vielleicht dickköpfig, dass du mich tatsächlich hier in diese Invalidenschaukel bekommen hast. Aber ihr seht sehr gut darin aus, ne? Ja, meinst du? Na ja. Also ich wieder im Zirkuswagen. Manchmal dachte ich schon, jetzt schieben sie dich ab. Raus und vergessen. Jetzt ist mir wieder wohler. Abfahrt, los! Aber tu mir den Gefallen und spiel nicht die Rolle mit dir. So schuldig brauchen wir uns nicht zu fühlen. Lass mich noch machen. Gut, ich schweige, halte die Geschenke. Zufrieden? Ja. Seid ihr ja endlich! Opa, was ist denn geschehen? Was soll denn geschehen sein? Kleine Artistenpanne, würde ich sagen. Aber deswegen lassen wir uns doch den Tag nicht verderben, wie? Ja, das will ich hoffen. Also meinen besten Glückwunsch jedenfalls, Gesundheit und ein langes Leben. Danke. Ja, auch von mir herzlichen Glückwunsch. Keine Angst, wir wollen den Garten nicht wegnehmen. Wir hörten, dass man hier nicht gut auf uns zu sprechen ist, deshalb. Mir seid ihr immer willkommen. Und außerdem ist alles geregelt. Und jetzt geht's weiter. Um Gottes Willen, Ilona, die Clownerie.
Hör doch mal zu, Ilona. Dass ausgerechnet du uns alles versaust. Ausgerechnet du, Mensch. Ilona, du verwechselst Ursache und Wirkung. Der Sinn eures Auftritts war doch wohl, dass Opa Treuholz den Garten behalten kann. Na ja, das habe ich auf andere Weise geregelt. Nun, lass das doch mal. Mädel, das Altwerden, das ist ein ganz großes Problem. Und nicht nur für die Alten. Ja, sondern auch für die Jungen, die Verantwortung haben. Deine Mutter hat recht. Der Zweck ist erreicht. Und mehr wollten wir doch auch nicht. Und wir sind die Blamierten. Wieso denn? Meinst du, was Holger gelästert hat? Ich wollte ihm beweisen. Oh, Mist. Könnt ihr denn nicht was anderes aufführen? Hm? Was denn? Oh, alles verschmiert. Weißt du, wenn du mit Holger nachher tanzt... Mich kriegt heute keine mehr zu sehen. Ist ja schon da. Oh. Na, endlich. Was meinst du, wo ich dich überall gesucht habe? Nicht mal Freund Hahn wusste, wo du steckst. Nee. Ja. Und dann bin ich eingeschlafen. Was meinst du, was hier los war?